2 Cent drüber bezahlen, obwohl ich nur 1 Cent drüber über den Euro oder über das, was weiß ich, eigentlich nur bezahlen hätte müssen. Und da wollte ich mal gucken, ob die Kassiererin mir auch wieder nichts rausgibt oder 1 Cent. Das Problem ist, bei dieser Shell-Tankstelle, wo ich da tanken war und überhaupt und alles. So, jetzt mal die aufgeladene Attacke ausprobieren. Ah, das war nichts. Ah, warum springt der hoch, wenn ich was mache? Ist ja unfair. So. Hä, ich treff den gar nicht. Hä? Wozu ist der Scheiß gut? Ja, ist das bescheuert, dann will ich die Waffe nicht. Pah, kann mich mal. Ist das so eine schlechte Waffe, ey. Also nehme ich wieder das Ding vom Prinzen. Schön. Ist besser. So, die haben mir glatten Strich durch die Rechnung gemacht bei der Shell-Tankstelle. Und zwar, die haben eine Geldzählmaschine. Eine, keine Ahnung, Kleingeldzählmaschine. Und die hat's unmöglich gemacht, dass ich da die Kassiererin hätte testen können. Weil das Geld wird da reingelegt, dann wird das mit dem Preis, den man zu bezahlen hat, abgeglichen. Und tja, so viel dazu. Das war ein echter Schock für mich. Ja, jedenfalls, aber was Psychologie angeht, da beschäftige ich mich noch mit ganz, ganz anderen Sachen. Vor allem auch mit so, naja, emotionalen Themen. Liebe, Beziehung, etc. Alles, was so halt wichtig ist. Oder natürlich auch Sex, ist kein Wunder, oder? Upsa. Und da könnte ich so auch vieles erzählen. Auch wenn ich bin ja eigentlich erst 18 und ich durfte gar nicht so viel von der Welt kennen, aber man muss nicht so viel von der Welt gesehen haben. Man muss einfach mal auf das aufgepasst haben, was man gesehen hat. Das reicht manchmal schon. Und zwar, es gibt so viel, da gucken die Leute einfach nur nicht hin. So direkt. Na komm. Nein. Tu das nicht. Na komm, schlag mich. Nein, ich schlag dich. Oh, er machte mal dasselbe. Er soll mich mal normal schlagen. Ey, ich glaub's auch, ey. So, jetzt komm ran und dann schlag ich dich. Haha. Na komm, jetzt komm zu mir ran, komm zu mir. Ja, yeah, Alter. Haha. So, und jedenfalls, was das an... Was Sex, Liebe, Beziehung und sonst da was angeht, da könnte ich auch einiges aus dem Nähkästchen plaudern. So, aber erstmal töte ich den hier und dann geht's weiter. Ich habe sogar gestern meine Gedanken, die ich da hatte, so mir teilweise aufgeschrieben, damit ich sie heute erzählen kann. So, schön. So, muss ich mal gucken. Ach so, ja, zum Beispiel. Hier, Liebe, was ist denn das überhaupt? Kann man das essen? Ja, okay, wenn man dem Spruch Liebe geht durch den Magen glauben möchte, dann eigentlich schon. Upsa. Den einfrieren, schön, haha. So, so, und zack. Oder genauso, man hat doch, wenn man verliebt ist, Schmetterlinge im Bauch. Also von daher liegt der Schluss ziemlich nahe, dass man Liebe essen kann. Aber, na wie auch immer. Oder ich meine, so Liebe auf den ersten Blick, das ist ja auch so eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. So. Dich noch ein Stück weit bewegen. Noch ein Stück. Und das reicht auch schon. Und jetzt zu der Seite. Haha. Oh Gott. Nein, nicht so. So, jetzt. Schön. Und dich verlangsame ich auch. Upsa. Aber da fällt mir ein zum Thema Liebe. Liebe ist ja auch immer sehr, sehr, sehr verbunden mit dem Thema natürlich wieder Sex. Ist zwar jetzt eine ziemlich doofe Sache, sowas in einem Let's Play zu erwähnen, aber naja. Ich weiß auch nicht. Ich finde, es ist gar nicht mal so eine schlechte Idee.
Hä? Was ist denn da? Warum hat das... Warum blinkt das? Was tut es? Ich weiß es nicht, aber ich werde es noch rausfinden. Und ich falle. Aber ich falle nicht nach unten. Zu sehr. Hä? 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 Ah, okay. Ich kapiere es nicht. Was ist hier der Sinn bei diesem Rätsel? Sagt mir das bitte mal einer. Da komme ich nicht lang. Da komme ich höchstens noch mal lang. Und hopp. Komme ich hier irgendwie hoch? Nee. Ist das bescheuert? Ist das voll bescheuert hier? Aber ich kann da runterfallen und dann tut's weh. Das ist doch mal eine schöne Erkenntnis. Och, sehr schön. So. Na, dann wieder springen, damit ich da drauf lande. Und dann gucken wir mal. So, also nochmal hier ranhängen. Und was passiert da? Nichts. So, nochmal da. Und da. Bringt nichts. Doch, nee, tut's nicht. Was bringt's, wenn ich so mache? Und da dann... Nee, so. Erstmal hier einfrieren und dann das so machen. Bringt mir auch nichts. Das heißt, ich bin gerade voll am Arsch. Aber wieso? Was ist das Geheimnis bei diesem hier? Wenn mir das jemand sagen könnte, dann wäre ich sehr verbunden mit demjenigen, derjenigen, wie auch immer. Hä? Oder muss ich... Moment, nein, nicht ran. So, warte. Aha, hahaha. Welch eine Raffinesse hier, ey. Mann, Hauptsache es geht doch. Und jetzt muss ich hier gucken, was passiert da? Aha, aha. So. So, und jetzt hier das andere Rädchen. Hoppa, yeah, schön gemacht. So. Na, jedenfalls... schön gemacht, das habe ich sehr schön gemacht. Och, habe ich das toll gemacht. Verdammt. Hier jetzt anhalten. Und hier jetzt mal verschnellern. Und dann anhalten. Zack. Damit ich das da kriege. Und damit ich das da kriege. Ah, ich habe eins vergessen. Haha, jetzt habe ich's. So, hüpf. Und... Ja, was gibt's noch so für Sachen? Ach, genau. Worüber ich halt auch meine Gedanken mir gemacht habe. Mag sich jetzt blöd anhören. Aber auch über zum Beispiel, ich hab ja gesagt, so Sex und sowas. Und da kam ja auch so ein Beruf in den Sinn, der ziemlich, nein, zum Thema passt. Upsa, und zwar der Beruf des Frauenarztes. Upsa. Wo habe ich denn jetzt meine Notizen dazu? Oh Mann. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, will eine Frau eigentlich lieber von einem männlichen oder von einem weiblichen Frauenarzt behandelt werden? Oder kommt das vielleicht sogar auf den Beziehungsstand an? Man weiß es nicht. Man kann sich nur... Autsch! Was zum? Nee! Ich bin tot. Na super. Oh, jetzt muss ich hier wieder anfangen. Na toll. Also, zum Beispiel das... dass Single-Frauen eher einen männlichen Frauenarzt bevorzugen und Nicht-Single-Frauen halt einen weiblichen schon... Na, obwohl, kommt auch wieder auf die sexuelle Gesinnung an. Ja, wie auch immer. Upsa. So. Und vor allem, wer behandelt eigentlich weibliche Frauenärzte? Behandeln die sich selber? Oder haben die ihren eigenen Frauenarzt, Frauenärztin, keine Ahnung. Und überhaupt, das ist wie ein kleiner gelber Schwamm schon mal sagte,
wer bringt eigentlich dem Postboten die Post? So einfach ist das. Ja, ich weiß, ich entferne mich eigentlich ziemlich sehr doll von dem Spiel und arte in eigene Gedanken aus. Ob das so gut ist? Verdammt, verdammt, verdammt. Nein, 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 nein. Tod. Und Verderben. Verderben auch. So, deswegen, ich werde mich jetzt weiter aufs Spiel konzentrieren und nicht mehr auf irgendwelche Themen, die wahrscheinlich eh keine Sau interessieren. So. Und hoppa, los, greif. Ja, schön hast du gemacht. Sehr schön. Sehr schön, Prinz. So, warte, warte, warte. Warte, warte, Kuchen, der weg. Was? Nee. Ah, okay, ich muss ja jetzt nur noch hier rüber. Die ganzen Elixier-Dinger habe ich ja gekriegt. Schön.